Niemand, der beim Brandenburg-Tag 2018 dabei war, wird es bestreiten. Beim Landesfest am 25. und 26. August hat sich die Elbestadt Wittenberge von ihrer besten Seite gezeigt. Und das lag nicht nur an den zahlreichen Höhepunkten wie dem Festumzug, der Abendshow sowie den vielen kleinen und großen Events. Auch die Stadt an sich konnte sich durch die engagierte Arbeit der vergangenen Jahre im Bereich des Stadtumbaus, Neubaus und zahlreicher Sanierungsprojekte sehen lassen. Wesentlichen Anteil daran hat auch die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge. Und das nicht zuletzt auch in diesem Jahr deutlich zu sehen am Beispiel der Fassade der Gebäude in der Bahnstraße 61 bis 67 direkt gegenüber des Kulturhauses. Doch der neue Anstrich auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes war längst nicht nur ein kosmetischer Eingriff für den Brandenburg-Tag 2018. Wir haben die Fassade grundlegend saniert, aufgearbeitet, verschönert, wie man es hinter mir sehen kann. Die Dachfläche wurde erneuert, wir haben die Kellerdecken gedämmt und die Dachboden gedämmt. Sämtliche Fenster in dem Haus wurden erneuert, sowie auch die Hauseingangstüren und die Kellertüren. Zum Landesfest verhüllt blieb das derzeit größte Sanierungsobjekt der WGW in der Goethestraße 7. Doch auch hier an einem der größten fünfstöckigen Gebäude der Elbestadt ist der Baufortschritt beim Blick auf den Hof nicht zu übersehen. Hier wurden in den vergangenen Wochen die neuen Balkonanlagen montiert. Die alte Fassade kann sich dank aufwendiger Sanierungsarbeiten wieder sehen lassen und auch viele der neuen Fenster wurden bereits eingebaut. Noch deutlicher wird der Baufortschritt beim Blick ins Innere des Gebäudes. So lassen die Wohnungen im Dachgeschoss bereits den kommenden Wohnkomfort erahnen. Also es ist hauptsächlich jetzt der Innenausbau, der jetzt vorangeht. Die Maler sind drin, die Fliesenleger, die Bodenleger. Also das heißt, sind schon die letzten Arbeiten sind im Gange. Der Fahrstuhl ist eingebaut worden und die ersten Mieter können recht bald dann auch einziehen. Anfang 2019 soll das umfangreiche Sanierungsvorhaben abgeschlossen sein. Insgesamt 17 Wohnungen sind dann bezugsfertig. Spätestens dann wird auch die jetzt noch verhüllte, aufgearbeitete Fassade des Gebäudes wieder zu sehen sein. Da waren auch alle Arbeiten mit der unteren Denkmalschutzbehörde auch abzustimmen gewesen. Die Fassade wird auch wieder, die Stuckarbeiten werden auch wieder so hergerichtet werden und die farbliche Fassung dann entsprechend auch der Denkmalpflege angepasst. Daran anschließen sich in den kommenden Jahren weitere Projekte und dafür muss man den Blick nur auf die andere Straßenseite richten. Mit den Gebäuden in der Goethestraße 1 und 1a sowie 2 und 4 will die WGW die aufwendigen Sanierungsarbeiten der vergangenen Jahre auch in Zukunft fortsetzen. Wir haben in dem Zusammenhang 3 von den Häusern hinter uns gekauft. Eins von einem Land, eins von einem Eigentümer und eins von Ausländern, sodass wir jetzt verfügungsberechtigt sind. Das ist immer das Wichtigste, wenn man gestalten will. Und wir haben vor, nun könnte man sagen, das möglichst schnell. Schnell ist auch langsam beim Bauen, aber möglichst kurzfristig innerhalb der nächsten 2 Jahre in einen Stand zu versetzen, dass wir hier davon sprechen können, dass wir die Goethestraße fertig haben. Die 1, die 1a, die 2 und die 4 erhalten komplett neu sanierte Wohnungen. Im untersten Geschoss auf jeden Fall behindertengerecht. Und in den Geschossen darüber sind wir uns noch nicht ganz im Klaren darüber, ob es sich lohnt, einen Aufzug einzubauen, aber auf jeden Fall nach unserer gewohnten Art und Weise saniert. Nicht nur mit Sanierungsarbeiten, sondern auch mit Konservierungsmaßnahmen trägt die WGW dazu bei, historische Gebäude zu erhalten und letztlich auch wieder einer Nutzung zuzuführen. Bestes Beispiel hierfür ist die ehemalige Bonbonfabrik an der Schillerstraße 1 und 2. Am 14. September starteten hier im Beisein von Brandenburgs Infrastrukturministerin Katrin Schneider offiziell die Arbeiten zum Ausbau des Gebäudekomplexes als neues SOS-Kinderdorf. Ein weiteres Beispiel ist das Gebäude in der Lenzner Straße 3. Nach dem Abriss des Nachbargebäudes wurde neben sichernden und erhaltenen Maßnahmen im Innenraum nicht zuletzt auch die Fassade wieder erneuert. Die Arbeiten konnten noch vor dem Brandenburg-Tag abgeschlossen werden. Am Ende unseres Berichts noch ein Blick in die Zukunft und der betrifft den Eingangsbereich der Elbestadt. Genauer gesagt das Bahnhofsgebäude, das die WGW nach einem Beschluss des Aufsichtsrates Ende August zeitnah kaufen wird. Innerhalb der nächsten 4 Jahre soll das Gebäude geräumt und ausgebaut werden. Zu den zukünftigen Mietern gehören unter anderem neben dem Jobcenter und der Stadtbibliothek auch die Bahn. Ziel ist es, das historische Gebäude zukünftig wieder mit Leben zu füllen.